So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farming Simulator 22, jawohl. So, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir uns Pferde gekauft mit lustigen Namen, wie zum Beispiel Goldfinger oder Phantom. Okay. Und wir müssen denen jetzt Stroh hochbringen. Nicht, dass sie uns abhauen. So, bringt ihr mal Stroh. So, und dann hatte ich in der letzten Folge auch noch erwähnt, dass wir uns heute Schweine holen. Und mal gucken, was wir da alles so brauchen. Also wir können Heu reinfahren. Da könnte man eventuell vielleicht auch noch 4 Stück eventuell hochbringen. Zu den Pferden meine ich jetzt. Den Pferden. Na warte nur, hast du eine Macke? Kannst du nicht auf deiner Seite bleiben? Alter. Jedenfalls, ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich würde sagen, am besten, wenn wir mal oben sind, stellen wir die Ballen wieder an die Seite von Stall und backen die so rein. Weil ich will jetzt nicht alle abliefern, nicht alle abliefern, aber dass der Futtertrog überfüllt ist, stellen wir es lieber neben Stall. Willst du hier rein? Ja, okay. Da sind die Pferdchen schon. Hüß. Da hat die Hüß. So. Oh, bloß mal gucken, wo wir sie hinstellen. Moment. Jo. Ich würde sagen, ja. Wir stellen die hier so hin, ne? Hier so. Moment. Ich hier jetzt ausfahre. Bleiben wir wieder hängen, ne? Ja. Stellen wir sie hier hinten hin. Ja, stellen wir sie hier hin. Ja. Und da kannst du noch ein bisschen naschen. So. Denn ich weiß nicht, ob alles an Stroh reingeht. Das wäre jetzt blöd, wenn das da so rumliegt, ne? Also ich meine jetzt, da lang. Ich meine jetzt, wenn hier jetzt hier noch 10 Ballen rumliegen würden, ne, das wäre blöd. Lieber macht man die nee. Gehen die überhaupt rein? Oder muss ich die woanders hinbringen? Die gehen nicht rein. Aha. Okay, die gehen nicht rein. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben spontanerweise uns. Ja, da dauert das Video doch heute ein bisschen länger. Ach, eigentlich, ich meine jetzt nicht länger, aber lass doch mal liegen. Dass wir uns das hier noch holen müssen. Warte, den hier. Warte.
Nee, ich wollte zurück. Kaufen. Der hat 24 Kubik. Jetzt. Oh Gott. Was jetzt? Ja, 22 und 5000 kostet er mehr. Ach. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir den uns unbedingt kaufen müssen. Müssen wir uns den jetzt unbedingt kaufen? Ich wähle Stroh. Ich wähle gut, das können wir auch fürs Heu brauchen. Das können wir auch gut für, falls das Heu nicht reingeht, als Futter. Hier bei den Schafen zum Beispiel. Oh, da geht es ja, glaube ich, rein. Das Gras. Ach, wir mieten den uns einfach. Oh. Auch Mietkosten, ist gut. So. Dann würde ich sagen, nach Hause, dann holen wir uns das Ding. Dann bringen wir den erstmal weg hier, den Hänger. Na, da wären es wohl wahrscheinlich zwei Folgen, ne? Für die Pferde. Ja gut, dann ist es halt so. Dann machen wir das in der nächsten Folge mit dem Schwein. Ja gut, ist ja nicht so schlimm. Ach, ich glaube, Zonenalarm macht wieder ein Update oder Sicherheitsprüfung. Ja, das jetzt so ruckelt. Ich glaube, Zonenalarm macht wieder eine Sicherheitsprüfung. Tut's mir ein bisschen leid, Leute, wenn es ein bisschen ruckelt manchmal. Weit geworden. Drängle nicht da hinten, Junge. War hier noch Platz, wo ich gewendet habe. War es noch weit genug weg. Er verfolgt uns. Im Rückspiegel sehe ich den. Er verfolgt uns. Oh. Hier. Nein. So, holen wir uns mal den Mischfutterwagen. Ich dachte, es geht rein. Naja, gut. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ich meine, man könnte sich, ich glaube, da gibt es ja auch extra für Ballen zu legen, so einen Hänger, glaube ich, oder? War das nicht so? Könnte man sich holen, aber der Mischfutterwagen, das geht auch.
Ich hoffe es. Ich hoffe es. Sonst haben unsere Pferde kein Stroh. Sonst haben die Pferde kein Stroh. Da können wir die doch gleich reinpacken, oder? Ja, freilich. Können wir die gleich reinpacken, das sind die auch weg. Haben wir noch zwei rumliegen, da können wir die gleich reinpacken und dann sind die auch weg. So. Oder auch nicht. Warte mal rein. Willst du jetzt mal rein? Reingefallen. Jo. Malmt. Oh. Müssen wir das halt so machen. Hätte man vielleicht doch den großen mieten sollen, ne? Wenn die gut sind, glaube ich, wie viel Kubik waren das? 2, ne? Ne, 5000. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass der andere 5000 Euro teurer war. Das wisst ihr jetzt so. Lass mal gucken, welche Seite der ablädt. Oder ob das egal ist. Ja, da macht schon mal nichts. War doch auch Stroh, oder? Hä? Muss doch Stroh abladen, oder? Aber hier ist doch nicht, oder muss ich hier ranfahren? Nö. So? Das wäre ja Quatsch, oder? Oh, nicht den Haufen umwerfen. Andere Abschlademöglichkeit ist ja nicht. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, die brauchen ja... Nee, bei den Rindern, da fährst du in den Stall rein, aber das hier auch den... verstehe ich jetzt nicht. Ach da, jetzt steht's auf einmal da. Die ganze Zeit nichts. Kann nicht alles gewesen sein.
Schon gerade da. Abgibseite links. Ist richtig, ja. Wieso kann ich das? Nein. Das hat sonst immer funktioniert. Und gerade stand es da. Verstehe ich nicht. Kann ich das einlagern? Ich habe doch da hinten Heu und Stroh. Kann ich das hier ablachen? Also hier kann ich es abgeben. Okay. Dann probieren wir es mal so, ne? Das war wohl eine Kutscherei, aber jetzt machen. Nein, mir voll ins Gesicht gefallen. Na gut, haben wir zwei Folgen. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir das dann auch noch mal machen müssen, ne? Werden wir das in der nächsten Folge auch noch mal, weil ich würde sagen, jetzt in der Folge fahren wir dann noch ein bisschen rein, in der nächsten Folge fahren wir runter und holen uns einen Anhänger. Ja doch, ihr kriegt doch gleich Stroh. Also in der nächsten Folge. Kriegen wir noch einen drauf? Nein. Oder? Komm schon. Ah. Bleibt liegen. Bleibt liegen. Der fällt eh runter. Oh.
Ja, dann werden wir in der Folge das Stroh reinfahren noch und in der nächsten Folge fahren wir dann runter und holen dann quasi einen Anhänger und fahren das Stroh rein. Mal sehen, ob es dann geht. Also habt ihr wieder mal was gelernt. Es gibt eine gute Variante, ne? Wenn man kein Stroh selber hat. Jetzt fällt das Krawallo da nicht rein. Echt jetzt? Ach. Fällt der Strohball da nicht rein? Echt jetzt? Ehe, wird voll. Okay, gut. Ich dachte, der hängt jetzt quer und fällt nicht rein. Oh, jetzt. Also, wenn es funktioniert, wäre es cool. Ich habe zu viel Gas gegeben. Also so könnte man unser Strohlager auch voll machen. Ihr seht, wie es geht. Dazu muss ich aber sagen, Leute, wer das gucken tut, ne, das sage ich dann aber auch in der nächsten Folge nochmal. Man braucht die Holzfäller-Mod dazu. Weil, dass man hier die Ballen so tragen kann, ne? Ach. So, kriege ich den eh noch drauf. Dann hätte ich alle weg. Nein, Mensch, fall doch nicht immer runter. Oh Gott, nee, da muss ich weiter hinten anfangen. Ja, ja, ja. Ah. Ah. Da. Hörst du jetzt mal auf? Jetzt. Nein! Och. Nee, den will ich noch mitnehmen. So ein Kunde, so ein blöder Ballen. Mann. Jetzt hörst du hier. Also. Da will der ihn nur verarschen. Oh. Gut jetzt. Bleib jetzt liegen. Also wie gesagt, da braucht ihr die Holzfäller-Mod und dann funktioniert das. So ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes, mega Daumen an euch, viel Spaß bei LS22 und auf meinem Kanal. Tschüss, tschüss.